So, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute bei schönem Wetter, früh morgens an den Bienen. Deshalb sehe ich auch ein bisschen verschlafen aus. Aber was man am einen Tag nicht schafft, muss man am nächsten fertig machen. So ist es ja meistens. Ne, ihr seht es im Hintergrund, das Auto nähert sich dem Ende. Also die Honigräume sind jetzt fast alle aufgesetzt. Das ist jetzt der vorletzte Bienenstand. Übrig ist dann noch die Bienenvölker bei uns an der Imkerei, wo wir die Imkerkurse machen, die Führungen, was auch immer. Die muss ich dann noch machen. Hier an dem Bienenstand bin ich jetzt im Wesentlichen fertig. Ihr seht es im Hintergrund, der Kenner erkennt es, total ungleich hier alles. Mal ein Honigraum drauf, mal einer nicht. Das ist ja einfach so der Bienenstand, wo ich ausprobiere, ne? Wo ich Experimentiere mache, wo ich was versuche. Ihr schreibt was in die Kommentare, was ihr probieren könntet. Mir fällt was ein, ich lese was, man hört was von Kollegen. Und das ist ein Bienenstand, wo ich das ausprobiere. Hier probiere ich auch diese Themen auf, wann ist der richtige Zeitpunkt für die Honigraumgabe. Da habe ich ja jetzt euch zwei Videos lang mitgenommen. Und da mache ich nicht genau das. Habe ein paar Bienenvölker, drei Bienenvölker, habe ich den Honigraum schon vor 2 Wochen gegeben. Und habe jetzt hier noch 4 Bienenvölker, wo ich den Honigraum in 1 Woche oder 2 geben will. Und dann schaue ich einfach mal, was der Unterschied ist. Weil da kann man immer lernen. Ne? Man muss immer ein bisschen ausprobieren, ein bisschen spielen. Und das ist einfach meine Spielwiese, um ein paar Sachen auszuprobieren und zu lernen, um zu schauen, was kann man vielleicht besser machen. War die Entscheidung in diesem Jahr, jetzt den Honigraum zu geben, die richtige? Oder wäre es besser gewesen, man hätte noch gewartet? Oder wäre es besser gewesen, früher zu geben? Das ist ja jedes Jahr in Abhängigkeit vom Wetter, von der Blütenentwicklung, von der Volksstärkeentwicklung, von der Einwinterung. Es sind ja immer viele Faktoren, wo damit reinspielen. Und das ist einfach eine Möglichkeit, relativ nah bei uns, wo ich das noch ein bisschen ausprobieren kann. Ne? Und das mache ich ganz gerne, muss ich sagen, in dem Fall. Was ist hier noch passiert? Ein Bienenvolk habe ich auflösen müssen. Das war super stark vor 1-2 Wochen. Hat weder Brut noch Königin jetzt. Also vor 3 Wochen demzufolge, weil hat ja keine Brut mehr. Dann haben wir hier so ein bisschen dieses Thema, ne, dass die leider ein Flugloch hatten, das oben war, weil der Deckel nicht richtig saß. Man sieht aber gleichzeitig auch, wie unheimlich viel Pollen die jetzt schon bringen. Wir haben es 8 Uhr morgens. Also super cool, das Bienenvolk daneben kriegt dann in 1 oder 2 Wochen den Honigraum. Dann laufen wir mal zusammen geschwind. Im Hintergrund habt ihr gesehen, die Birne blüht. Hier, wenn ich euch hochhebe, seht ihr, Mirabelle blüht. Ihr seht, gleich, Moment, da muss ich hier rüberlaufen. Ihr seht, zack, so sieht der Apfel aus. Also der blüht auch morgen oder übermorgen spätestens. Und die Kirsche. Kirsche macht, ja, fängt an hier zum Teil. Zum Teil ist sie je nach Sorte auch schon ein bisschen verblüht. Also ganz reich gedeckter Tisch für unsere Bienenvölker. Was habe ich noch mit am Start heute? Heute arbeite ich mal hier voll elektronisch, nämlich, ich habe es euch schon mal kurz gezeigt, den habe ich dieses Jahr zum Testen, den Apisolis, um mir da eine Meinung zu bilden. Und muss ich sagen, bei der Honigraumgabe finde ich, das ist eigentlich ganz geschickt, weil man hat von 20 Bienenvölkern vielleicht einen, wo man Rauch braucht. Ne, ich mache ja immer gleich gegebenenfalls unten im Brutraum eine Erweiterung, wenn es sein muss, mit einer Wabe. Und Absperrgitter da drauf, Honigraum drauf. Und von 20 Bienenvölkern brauchst du vielleicht, sag ich es mal so salopp, bei einem einen Rauch. Ne? Das sagen wir einmal pro Bienenstand brauchst du den Raucher. Und da ist es natürlich schon cool. Schalter umlegen, Rauch kommt raus, Schalter wieder zurück. Ne? Ist ja kein Schalter, aber ne? Vorbei, aus, fertig. Da hat es natürlich jetzt schon Vorteile gegenüber dem Raucher mit. Ich zünde ihn an, ne? Dann pushe ich da rum, bis der gescheit brennt. Dann brauche ich den 2 Minuten, dann habe ich den Rauch an der Backe, dann leere ich ihn wieder aus oder verstopfe ihn oder habe den Gestank im Auto oder was auch immer. Also da hat er schon Zeit und glaube auch Gesundheitsvorteile. Ich muss mich an ihn aber noch gewöhnen, weil es ist einfach nicht das gleiche, die gleiche Handhabung wie an einem Raucher mit Feuer. Ne? Es ist einfach Elektro und Verbrenner praktisch. Es sind halt verschiedene Sachen, auch wenn sie der gleichen Sache dienen. Verschiedene Techniken, die der gleichen Sache dienen. Will aber da jetzt auch noch kein abschließendes Urteil fällen. Also ich habe ein paar Sachen, wo ich mir wünschen würde, dass man die noch ändert.
Muss mich da aber, will mich da auch jetzt nicht in Zeitdruck setzen, sondern das nutzen und da mich intensiv damit beschäftigen. So, wir sehen uns dann jetzt, ne, weil jetzt kommt Wochenende, Sommer, Sonne, Sonnenschein, werde ich auch nicht schaffen. Wir sehen uns dann praktisch in der Zukunft wieder, irgendwann nächste Woche. Schauen wir mal nochmal nach den Bienenvölkern, schauen rein, was da passiert ist bisher. So, jetzt sind wir hier wieder vor der Imkerei, zu Hause praktisch. Und ich will euch mal kurz was zeigen. Da müssen wir uns kurz hier durchwursteln. Dann gehen wir da mal hoch, weil da können wir nämlich schauen, wie das aussieht, wenn man Honigräume zu spät geben würde oder zu spät gibt. Beziehungsweise, wenn man das Brutnest nicht erweitert. Wo seid ihr? Seht ihr das? So sieht es dann aus. Und das Problem haben wir hier drüben auch. Ja, müssen wir jetzt schleunigst beheben. Ja, da hat der Imker, also in dem Fall bin das wohl ich, da kann man nichts dagegen sagen. Wohl geschlafen. Kommt, wir schauen mal kurz rein noch. Also sehr, sehr voll. Ne? Da hat der Imker wohl geschlafen, in dem Fall ich. Hätten wir vor 2-3 Wochen schon erweitern müssen. Ne? So viel zum Thema Honigraumgabe zu spät, zu früh. Da spielt das ja auch ein bisschen rein. Den Völkern passiert ja jetzt nichts. Ne? Die lagern halt vor, beziehungsweise wenn es kalt ist, habt ihr ja gesehen, lagern die innen drin hinter den Schied. Wenn es jetzt so warmes Wetter ist, lagern sie halt vor der Beute. Das ist jetzt ja im Prinzip nichts Tragisches, sofern der Honig das Brutnest nicht einengt. Also ich gebe denen jetzt einfach 2-3 Waben auf einmal und dann ist die Katze auch im Sack. Wo wir auch gerade so nett beisammen sind, gehen wir mal kurz hier rüber. Weil hier haben wir nicht den Vorteil, dass wir eine Kirsche haben. Wir haben jetzt 17 Grad, ja, man könnte auch im T-Shirt sein. Kirsche, sehe ich keine einzigste Biene. Wer weiß, wo die sich rumtreiben. Der Apfel fängt gerade an zu blühen. Also ich denke, dass die hauptsächlich auf Pollen noch sind. Auch ihr seht, wie die Blätter wackeln, wie der Wind ist. Also hier gibt es Hummeln, aber keine Bienen an dem Apfel. Schauen wir einmal hier. Hier summt es. Ne? Also da oben, hier. Also, da sind sie zu Hause. Und die Birne mögen sie nicht. Gucken wir mal. Ja, ist ein bisschen am Verblühen schon. Ne? Ihr seht, die Blütenblätter fallen praktisch weg. Die mögen sie nicht mehr. Apfel geht gerade die Blüte auf, mögen sie nicht. Kann ja auch ein bisschen Thema Blütenstetigkeit haben wir da ja auch wieder geflogen. Jetzt können wir da unten noch schauen. Was haben wir denn heute? 6. April. Schauen wir mal hier noch, was wir hier so finden. Brauchen wir gar nicht lang suchen. Löwenzahn, da sind sie natürlich auch. Ja. So, der Kenner erkennt, der Kenner trinken Württemberger, das war mal so ein Werbespruch. Ne? Auf jeden Fall, der Kenner erkennt sofort die Gefahr hier, nämlich eine blühende Unterkultur in einem intensiven Weinbaugebiet oder Obstbaugebiet ist ja genau das Gleiche. Ist natürlich die große Gefahr, oben wird Pflanzenschutzmittel auf die Kulturen ausgebracht, unten ist die Biene. Dann haben wir genau diese Vermischung, wo wir nicht haben wollen. Ich meine, hier spielt es jetzt nicht so die große Rolle, weil der Weinberg ja gerodet ist oder gerodet wird oder was, ist ja auch egal. Und das ist eigentlich das Traurige, dass eben die fachgerechte, der fachgerechte Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, also traurig ist es nicht, aber er fordert ja grüne Agrarwüsten. Das ist jetzt im Prinzip, schauen wir einfach, drehen wir uns nochmal um. Das ist im Prinzip das. Da habe ich dann natürlich, weil die Biene sich da nicht aufhält, weil nichts blüht, habe ich natürlich keine
Berührung in erster Linie Pflanzenschutzmittel Biene. Ist natürlich die große Gefahr, also ist ein toter Lebensraum für die Natur, ne? Müssen wir ganz klar sagen, weil ja, da kannst du auch wahrscheinlich, ist es ganz spitz gesagt, auch nicht anders, wenn das zukießen würdest, ja, weil welches Insekt, welche guten Reh kann das Gras essen oder ein Hase, aber auch das ist ja nicht gewünscht, ne, weil die ja natürlich auch Trauben essen. Ja, gut, das war jetzt der Depressive am Morgen. Lass mal das Thema, ihr wisst, was ich meine. So ist es. Gut, wir schauen jetzt weiter. So, jetzt schauen wir mal einen Tag später, wie die Annahme vom Honigraum aussieht. Und wir sehen, der ist ganz gut angenommen. Das Wetter passt, der Honigeintrag, man riecht es auch. Das war also kein Fehler, den Honigraum so zu geben erstmal. Also wir haben jetzt den 11. April, das ist ein Donnerstag, ungefähr 16:30 haben wir. Ist jetzt durch Zufall genau eine Woche später, nachdem wir die ersten Honigräume gegeben haben. Dann hatten wir ja im Prinzip am Freitag, Samstag, Sonntag hatten wir gutes Flugwetter. Dann hatten wir bisher eigentlich kein so ein wirkliches Flugwetter, ne? Vielleicht mal eine Stunde am Tag, wenn überhaupt. Gestern vielleicht einen halben Tag und heute jetzt natürlich, ihr seht es um mich rum, strahlenblauer Himmel, Bombe, ne? Super Wetter. Obstbaumblüte voll im Gange, Boden feucht, also ganz gute Bedingungen, dass es gut läuft und so. Genau so ist es. Ich bin euch heute nur losgefahren, um mal ein bisschen nachzuschauen, ein paar Vögel anzuschauen, so ein bisschen zum Gefühl zu bekommen, wo liegen wir, was steht an, finden wir schon Spielnäpfchen, finden wir schon gar Schwarmzellen. Und da muss ich sagen, da habe ich nichts gefunden. Was ich aber gefunden habe, ist schon volle Honigräume. Ja. Da war ich selber ein bisschen überrascht. Also es sind vereinzelte Völker. Es ist jetzt nicht so, dass hier kompletter Bienenstand alles einen Honigraum voll hat. Es sind aber vereinzelte Völker, die Bombe sind, ne, die jetzt praktisch an diesen drei, sagen wir mal, großzügig vier Flugtagen, wo auch der Apfel ja am Anfang noch nicht geblüht hat, muss man sagen. Und wir haben viele Apfel hier. Die Honigräume, einen Honigraum voll gemacht haben, und das ist natürlich eine super positive Überraschung im Vergleich zu den ganzen Negativen, was wir so gerade hatten, ne? Asiatische Hornisse, dann diese ganzen Viren mit der Varroa-Milbe, und ist ja gerade nicht so ganz das schöne Leben als Imker. Na, falsch. Imker macht trotzdem Spaß, aber man hat ein bisschen Sorgen, so sagen wir es einfach mal. Und da ist es doch mal eine schöne Überraschung. Und was ich dabei hatte, habe ich den zweiten Honigraum aufgesetzt. Ja, war ich jetzt nicht darauf vorbereitet, aber was ging, habe ich gemacht. Und ja, ihr seht, ich bin einfach guter Dinge und mache jetzt weiter, fahre jetzt heim. Und dann müssen wir halt die Tage nochmal Anfang nächster Woche spätestens mal das ernsthaft ins Auge zu fassen, weil das Wetter bleibt schön, dass wir da nochmal eine Runde Honigraum draufballern. Ne? Ja, sehr schön. Ne? So, jetzt nehme ich euch mal nochmal mit. Jetzt schauen wir mal zusammen noch zum Feierabend praktisch. Ja, müssen wir kurz hier wieder durch. Schauen wir nochmal, wir hatten hier oben ja, ihr erinnert euch an das letzte Video, die Bienenboxen, wo ich vergessen habe, den Platz zu geben und die so arg vorgelagert haben. Da habe ich ja drei Rämchen reingegeben und im Moment, ich zeige es euch mal, dass ihr euch erinnert. So, zack. Und jetzt machen wir den Rauch an. Also ich mache gerade in der Tat, muss ich sagen, nutze ich den relativ viel und langsam komme ich auch ein bisschen in die Bedienung rein, weil die, wann der wie viel Rauch erzeugt und so, ist natürlich schon anders wie an einem richtigen Raucher. Und was mir auch aufgefallen ist, was ich halt voll oft mache, dieses Zwischenpusten, ne, wenn ich von einem Bienenkasten zum anderen gehe, dass er nicht ausgeht, ist ja auch hinfällig. Also man muss ein bisschen vielleicht doch noch ein paar Änderungen machen, so ganz hundertprozentig zufrieden bin ich mit dem Ding von der Bedienung nicht. Aber wie gesagt, das machen wir alles mal gesammelt später. Aber ihr seht, ich arbeite damit, und wenn ich dann mal einen Bericht mache, was ich gut, was ich schlecht finde, dann hat es auch Hand und Fuß und ich habe den nicht nur dreimal im Kreis gedreht und fünf Minuten benutzt. So, jetzt schauen wir aber hier mal rein. Moment.
Dann schauen wir mal. Ne? Wir haben ja gesehen, viel zu spät Platz gegeben. Dann sehen wir hier diese drei Rähmchen, habe ich schlagartig ziemlich genau vor einer Woche gegeben. Und hier, das sind praktisch der Überwinterungsbestand. Und jetzt gucken wir mal, wie die Sachlage aussieht. Erste Rähmchen haben ein bisschen was angebaut. Also da waren ja nur, im Prinzip habe ich da, weil ich nichts anderes hatte, so zerbrochene Mittelwände rein gedrückt. Ne? Im Prinzip ein bisschen kleiner wie die Form. Und das haben sie eigentlich jetzt ganz gut angefangen zu bauen. Ne? Das funktioniert eigentlich immer. Ne? Die bauen jetzt hier natürlich viel Drohnenbrot, weil, ich meine, das ist mir jetzt in dem Fall auch egal, weil das sind ja eigentlich alles nur Bienenvölker zum Zeigen und so. Ich glaube, der Akku ist leer, es leuchtet rot. Ja gut, wir werden das jetzt aber noch hinkriegen. Ne? Das ist praktisch die erste Wabe, wo ich gegeben habe. Die ist schon ganz schön gebaut. Kann man nichts sagen. Und jetzt schauen wir einfach mal hier weiter. Ulalalala. Haben wir hier Honig drin. Waben. Und hier, ne? Schwarmzelle. Ja, hier auch. Ja. Also das ist ein bisschen, ich meine, das ist jetzt natürlich auch nicht die Königin, die wir normal im Betrieb haben, sondern im Prinzip sind es einfach irgendwelche Bienenvölker gewesen und ich habe es schon vermutet, ich habe es mir aber verkniffen, weil man sieht hier im Naturwabenbau, die bauen hier unten auseinander und das ist auch immer so ein bisschen so ein Indiz, dass der Schwarmstimmung vorherrschen kann. Und dann haben wir jetzt hier zwei schöne Schwarmzellen und ja, ich brauche mal gar nicht weiter gucken. Ne? Das ist jetzt, weil das ja hier praktisch die Fraktion ist, Hobbyimkerei, Schauimkerei, was auch immer, machen wir da gar nicht lang rum, sondern da gehen wir morgen her und machen mit den Schwarmzellen einfach eine Vermehrung von diesen Kunsthochvölkern und gut ist. Akku leer, es blinkt. Ja gut, dann haben wir im Prinzip das gesehen, was ich sehen wollte. Das sind die einzigsten Völker im Betrieb, die Schwarmstimmung haben. Wahrscheinlich, weil man so extrem spät Raum gegeben hat. Aber ist jetzt mir in dem Fall auch egal, das sind drei Völker. Da war mein Sammelbruderableger ganz alt hergebracht, ne? Mit dieser Beanbox, mit dem Kunsch hoch. Und dann haben halt ein Volk mehr oder zwei Jungvölker. Ja, gut. Jetzt sind wir hier am 13. April, das ist ein Samstag, frühmorgens. Wir sollen ja heute wieder bombastische 27, 28 Grad bekommen. Ich bin jetzt gerade dabei und bereite vor für die erste Gruppe, die heute zu uns kommt. Da muss man ja noch ein bisschen klar Schiff machen. Die erste Saisonbeginn ist immer aufwendiger, wie wenn man im laufenden Betrieb ist. Nichtsdestotrotz, Honigertrage gerade tipptopp. Es soll ja jetzt am Montag wieder kälter werden. Da müssen wir mal gucken, was passiert. Ich habe jetzt auch schon für meine Verhältnisse extrem früh angefangen, mal die erste Serie umzulaufen an Königinnen. Ne, weil normal fange ich nie vor Mai an, aber wir sind dieses Jahr so früh. Und ihr habt sie an diesem Bienenstand schon gesehen. Hier oben gehen wir da geschwind hoch, wo ich den Platz gespart habe, praktisch, wo ich vergessen habe, die Waben zu geben. Da hatten wir schon die Schwarmstimmung. Ja, hier an dem Bienenstand, das wollte ich euch noch kurz zeigen. Da habe ich mir da haben wir ja hier diese Schwarmzelle entdeckt, in der einen Bienenbox hier hinter mir. Da habe ich jetzt gestern einfach einen Ableger mit diesen Schwarmzellen gemacht. Das zeige ich euch mal hier. Den habe ich einfach praktisch hier daneben gestellt. Ihr seht, das ist hier Eigenkonstruktion à la Sebastian. Ein bisschen Pfusch, ein bisschen improvisiert, aber gut und günstig. Ist ja nachhaltig, Wiederverwertung von vorhandenem Material. Wir haben ja hier Kunsch hoch als Rähmchenmaß und da habe ich einfach eine alte Zanderzarge genommen, hinten mir eine Querleiste, praktisch ein Sheet fest eingeschraubt, jetzt seht das ein bisschen schräg, so ein Zwischenbrett im Boden gemacht und dann habe ich mir jetzt hier mit drei Waben und eben dieser
diesen Schwarmzellen, also die Wabe mit den Schwarmzellen logischerweise, habe ich genommen, habe ich mir jetzt hier halt mal einen Ableger gemacht. Interessanterweise, oder da ist ja so, die anderen zwei Völker, die eben genauso eng diesen Platzbedarf haben, haben noch keinerlei Schwarmstimmung. Also insofern kann man da ja auch wieder ein bisschen Rückschlüsse auf die Königin ziehen. Ne? Vielleicht ist die nicht so fit, vielleicht ist die nicht so gut. Wobei das jetzt die Völker eigentlich von der Stärke relativ homogen waren. Ne? Also da kann man jetzt nicht sagen, die eine Königin war schlechter, das eine Volk war viel enger. Also das war nicht vom Alter, von der Herkunft sind die drei Königinnen alle gleich. Die Volksstärke war gleich, das Frauenangebot war gleich. Also da seht ihr manchmal, man weiß es nicht, ne, wo durch die Schwarmstimmung bestimmt ist letztendlich. Jetzt habe ich heute mal wieder die Kamera für euch angemacht. Wir haben den Donnerstag, den 18. April. Und ja, zurück in den Winter, ne? Anders kann man es nicht sagen. Wir haben 30 Grad gehabt, vielleicht nicht ganz, vielleicht 28 Grad. Jetzt haben wir 3 Grad. Ihr seht, Apfelblüte rum. Raps auch verblüht. Und ja, schweinekalt kann man sagen, ja. Schweinekalt kann man sagen. Und gestern hatten wir sogar Schneefall, ne? Wir sind ja auf 470 Meter Höhe. Gestern Abend hatten wir noch ein bisschen Schnee. Und das soll ja jetzt auch die Tage ein bisschen so bleiben. Und es ist ja irgendwie, fühlt sich das an, als ob so der Sommer, der Frühling die Handbremse gezogen hat in voller Fahrt. Und ich glaube, so ist es auch für die Natur. Ne? Die Bienen sitzen praktisch wieder in so einer Art Wintertraube. Also wenn man die Bienenkästen aufmacht, man erkennt sie kaum wieder im Vergleich zu von vor 3 Tagen. Sie sitzen, viele von euch haben das ja selber erlebt, ne? Könnt ihr mal schreiben, wie das bei euch aussieht mit dem Wetter. Man sieht wieder eindeutig diese Kugelform, zwar in riesengroß, ne, weil es sind ja schon viele Bienen da. Und ja, kann man froh sein. Ne? Honigräume sind zum Glück voll, da haben sie dann was zu essen. Mal schauen, was da am Schluss noch übrig bleibt, was wir da ernten können. Aber im Prinzip kann man das hier aus von mir aus sagen, das Thema Frühtracht, ich meine, da hinten blühen noch einzelne Bäume blühen noch, die wo spät angefangen haben. Aber im Prinzip kann man sagen, Thema Frühtracht ist vorbei. Die Bienen hatten jetzt, sagen wir mal, in Summe vielleicht knapp eine Woche, wo die richtig gut Honig sammeln konnten und auch richtig gut Honig gesammelt haben. Ja, was haben die kalten Temperaturen für Auswirkungen auf die Bienen? Ich glaube, die Auswirkung hält sich im Wesentlichen in Grenzen. Es sind ja schon sehr starke Bienenvölker. Sie haben zwar auch viel Brut, aber ich denke, die Brut ist durch die Bienenvölker zu wärmen, trotz der Temperatur. Also da erwarte ich jetzt nicht das große Brutabsterben und Auskühlen der Bienenvölker. Sie ziehen sich halt aus dem Honigraum zurück, setzen sich auf die Brut. Also da glaube ich, da passieren keine Schäden. Die kommen da ganz gut durch. Futter haben sie ja auch, dank dem reichen Nektareintrag der warmen Tage. Also insofern sehe ich da jetzt für die Bienenvölker an für sich nicht so die großen Probleme zukommen. Finde ich, da muss man jetzt nicht rumfuhrwerken bei den Temperaturen an den Bienen. Deshalb warten wir mal der Dinge. Aber es ist halt schon irgendwie so ein bisschen surreal, abnormal, ist zu stark ausgedrückt, aber schon faszinierend. Ne? Man hat halt dieses extrem geschossene Gras bei den 30 Grad mit dem nassen Boden. Die letzten Tage, wie die Natur da vorwärts gegangen ist, konntest du dem Gras zugucken beim Wachsen. Und dann lag dann der Schnee praktisch geschnaben da drauf. Ja, schade, dass ich kein Bild gemacht habe. Also in dem Sinne wünsche ich euch aber alles Gute. Ich gehe jetzt wieder rein, mir ist zu kalt. Und bis zum nächsten Mal.